klar, mache ich. So, liebes Publikum, ich begrüße hier zum ersten Vortrag Dr. Kerstin Göpfrich. Herzlich willkommen hier bei uns im Symposium. Sie ist Wissenschaftskommunikatorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg und sie wird uns Scientist Wissenschaft per Webcam vorstellen. Liebe Kerstin, du hast das Wort. Ja, hallo zusammen. Vielen, vielen Dank. Ring a Scientist, Wissenschaft per Webcam, darum geht es heute. Normalerweise bin ich allerdings Wissenschaftlerin und selbst im Labor. Da fragt man sich natürlich, wie kommt Klimawissenschaft eigentlich ins Klassenzimmer? Mit dem haben wir sonst nicht so viel zu tun. Und genauso ging es mir auch. Ich habe damals in England promoviert. Dort gab es sehr, sehr gute Verknüpfungen zwischen Schule und Unis. Es gab verschiedenste Programme, die Wissenschaftler ins Klassenzimmer geholt haben, so auch mich. So habe ich öfter mal Schüler besucht, Experimente gezeigt, über die Forschung gesprochen, über meine eigene Forschung, über was ansonsten so passiert in der Wissenschaft. Und es macht natürlich ganz, ganz viel Spaß, kann ich sagen, als Wissenschaftlerin. Und ich denke auch, aus Sicht der Schüler war das oder ist es immer eine tolle Sache. Aber es ist natürlich auch so, dass Wissenschaftskommunikation Zeit kostet. Ja, und Zeit ist meistens knapp, bei den meisten von uns, aber ganz besonders natürlich auch als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ist die Hauptaufgabe, forschen. Und das ist uns natürlich ganz, ganz wichtig. Und da war es dann irgendwann so, dass wenn Anfragen von weiter und weiter her kamen, ich irgendwann sagen müsste, Mensch, ich wäre total gern gekommen, aber ich habe einfach keine Zeit. Aber wie wäre es denn? Ich mache es per Webcam. Und so habe ich dann begonnen, meine Webcam mit ins Labor zu nehmen und eigentlich, ja, anstatt Klassenzimmer zu besuchen, eben mein Labor per Webcam zu zeigen, Experimente zu machen, mit den Schülern zu diskutieren. Und so hat man nach und nach gemerkt, dass sich eigentlich gerade die Schüler in der digitalen Kommunikation recht wohlgefühlt haben und dass man auf einmal Experimente zeigen konnte, die man so hätte vielleicht gar nicht ins Labor, ins Klassenzimmer mitnehmen können. Und das ist eine ganz schöne Sache und es lässt sich natürlich ganz, ganz super in den Arbeitsalltag von uns Wissenschaftlern integrieren, weil auf Zoom, Skype oder wie sie alle heißen, sind wir eh den halben Tag unterwegs und deswegen ist es eine schöne Ergänzung zum Alltag als beim Forschen, würde ich sagen. Und macht immer großen Spaß, wenn man sich so mit Schülern unterhalten kann. Und nach und nach habe ich begonnen, diese Idee mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu teilen. Und so ist letztlich die Plattform Ring a Scientist entstanden. Was Ring a Scientist möchte, ist Wissenschaftler mit Lehrerinnen und Lehrern zu verknüpfen, um so wirklich Wissenschaft ins Klassenzimmer zu holen, und zwar live per Webcam. Und wie genau das funktioniert, das sehen wir gleich. Erst machen wir mal kurz zu unserer Motivation. Wieso Videokonferenzen im Unterricht? Zum einen, ganz klar, es spart Zeit. Keiner muss zur Schule fahren oder die Schüler in die Universitäten und Forschungseinrichtungen fahren. Es spart einfach Zeit. Manchmal ist es eine halbe Stunde statt ein ganzer Tag oder mehr. Es spart Geld, man muss keine Fahrtkosten erstatten. Es entstehen letztlich einfach keine Kosten und das ist natürlich super. Es spart nicht nur Geld, es spart natürlich auch CO2. Ja, wir erreichen Schüler im ländlichen Raum und wirklich überall auf der Welt. Das muss man wirklich sagen. Das ist wirklich schön und das ist auch irgendwie unser Wunsch, dass tatsächlich ein globales Netzwerk entsteht zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf der einen Seite, Lehrerinnen, Lehrern, Schülerinnen, Schülern und so weiter. Dass da wirklich ein weltweites Netzwerk entsteht und dass wir wirklich jeden erreichen können. Außerdem ist es natürlich auf einmal möglich, Experimente im Klassenzimmer zu zeigen, die sich so vielleicht gar nicht ins Klassenzimmer transportieren ließen. Und ganz klar, Unterricht im 21. Jahrhundert aus unserer Sicht verdient auch Technologien des 21. Jahrhunderts. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass jetzt auch dank Corona, muss man sagen, da ganz, ganz viele Menschen und Lehrerinnen, Politiker und so weiter auf unserer Seite sind und es ganz, ganz genauso sehen. Und ich denke, deswegen ist es toll, dass diese Plattform jetzt als Tool zur Verfügung steht. www.ring-r-scientist.org. Es ist auch hier unten nochmal auf der Folie zu sehen, mit der letztlich jeder auf ganz, ganz einfache Art und Weise sich an diesem Projekt, was wirklich bottom-up organisiert ist, beteiligen kann. Ja,
beteiligen. Da sollten wir gleich dazu kommen, wie geht es eigentlich. Ja, also als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, der gerne mitmachen möchte, der gerne über Wissenschaft sprechen möchte per Webcam. Der geht am besten einfach auf unsere Website www.ringerscientist.org, kann sich dann auf dieser Website registrieren, geht auf For Scientists Register, kann man hier auch auf Deutsch umstellen, je nachdem, was einem lieber ist. E-Mail-Adresse eintragen, gerne ein Bild hochladen, die Universität oder das Forschungsinstitut, vielleicht den Career Stage. Hier soll ich stoppen und ganz wichtig sagen, dass wir wirklich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in jedem Karrierestadium willkommen heißen. Ich denke, ein Bachelorstudent kann vielleicht darüber erzählen, wie das Studium an der Uni so abläuft und ein Professor oder eine Professorin spricht vielleicht über die eigene Forschung. Also je nachdem, ich glaube, da ist wirklich für jeden Platz und am Ende entscheidet der Lehrer oder die Lehrerin, wen oder wer denn sich für den speziellen Unterrichtsfall am besten eignet. Also wir erstellen unser Profil. Ich habe mich als Beispiel genommen, nicht weil es da nicht ganz, ganz viele andere tolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler draußen gibt, sondern einfach deshalb, weil ich mein eigenes Einverständnis natürlich habe. Und ja, so kann man ganz schnell innerhalb von Minuten ein Profil anlegen. Ganz wichtig ist, dass man die eigene Wissenschaft auch mit Schulfächern verknüpft, denn Schulfächer ist letztlich für die Einheiten in der Schule und so kann man uns ganz gut auffindbar machen, auch auf der Plattform. Ja, und dann kann man hier noch eintragen, worüber man denn gerne sprechen will. Wichtig ist auch zu sagen, dass es inzwischen die Möglichkeit gibt, sich speziell als Scientist for Future zu registrieren und das ist dann auch als Button im Profil sichtbar. Genau, so hat man dann schon ein Profil angelegt, auf das dann die Lehrerinnen und Lehrer direkt zugreifen können auf der Website. Ja, das ist also recht einfach. Man kann das Profil dann auch auf der eigenen Website verlinken, wie man das eben gerne möchte. Ja, für Lehrerinnen und Lehrer sieht das Ganze ganz ähnlich aus. Die können hier auf Browse Profiles gehen auf der Website und sich den Wissenschaftlerinnen oder die Wissenschaftlerin aussuchen, die sie gerne im Unterricht hätten. Zum Beispiel, wenn man nach DNA sucht, würde man jetzt mich finden, könnte mich kontaktieren über mein Profil und dann eben einen Termin für eine Videokonferenz ganz einfach direkt über die Plattform vereinbaren und sich dann auch in einem Gespräch vielleicht auf ein Tool einigen und so weiter. Das kennen wir inzwischen seit diesem Jahr alles sehr, sehr gut. Wir verlassen uns da, das sollte man wirklich ganz klar sagen, ganz auf die Vorschläge der Lehrerinnen und Lehrer. Sie sind die Expertinnen und Experten. Es ist wirklich toll zu sehen, wie gut das so ein Web-Videokonferenz im Unterricht manchmal vorbereitet wird, von Schulseite aus sozusagen, oder wie viel da auch von den Schülerinnen und Schülern kommt. Da wollen wir die Expertise an den Schulen lassen. Ganz oft wird gefragt, für welche Altersgruppen sich denn so eine Webvideokonferenz eignet. Und auch da muss ich sagen, das können wahrscheinlich die Lehrerinnen und Lehrer am besten einschätzen. Wir hatten tatsächlich schon Videokonferenzen mit Grundschulen, was sehr gut geklappt hat, dank der Vorbereitung der Lehrerinnen und Lehrer, die da involviert waren. Ganz wichtig auch zu sagen, Ring a Scientist kostet nichts. Es ist ein absolut kostenneutrales Projekt. Die Website wurde von Karl Gödel einmal aufgesetzt. Es ist eine Webplattform, die läuft, die funktioniert einfach so. Auch auf Seite der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das ist ein ehrenamtliches Engagement, für das wir gerne bereit sind, weil es eben so zeiteffizient, sage ich mal, möglich ist, mit den Schülern in Kontakt zu treten. Ja, Spitze Klimawissenschaftler. Können wir hier nach Scientists for Future oder S4F suchen. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass es inzwischen, glaube ich, schon über 50 Scientists for Future auf der Plattform gibt. Wenn man da durchscrollt, dann bin ich jedes Mal überrascht, wie lang eigentlich die Liste schon ist. Also wer jetzt eine Klimawissenschaftlerin ganz speziell für den Unterricht sucht, der sollte da, hoffe ich, auf jeden Fall fündig werden. Sind echt tolle Leute dabei, muss man sagen. Und ich glaube, ich hoffe, das ist eine Bereicherung für jeden Unterricht. Dann, was passiert bei so einer Videokonferenz? Ich glaube, ich habe schon gesagt, wir lassen das Ganze in den Händen der Lehrerinnen und Lehrer, was zu dem individuellen Unterrichtskonzept passt. Es kann ein Austausch über aktuelle Wissenschaft sein, über die Forschung.
Es können virtuelle Laborführungen sein, gerade auch zum Beispiel Führungen in Laboren, in denen das vielleicht ganz schwierig nur möglich ist, überhaupt Schülerinnen und Schüler reinzuholen. Berufs- und Studienberatung ist natürlich immer ein wichtiges Thema oder Projektarbeit oder die Moderation von Diskussionen. Also auch wichtig zu sagen, Ring a Scientist ist auf keinen Fall auf die Naturwissenschaften begrenzt, sondern ganz besonders die Fächer, die es vielleicht auch in der Schule nicht gibt, die sind wirklich bei uns auch vertreten. Das heißt, das ist natürlich eine Bereicherung für den Unterricht. Und wir haben da wirklich, wir stellen das Tool zur Verfügung, wir wollen, dass es genutzt wird. Und das ist eigentlich unser Hauptinteresse daran. Also ja, wirklich, wirklich der Aufruf, nehmt's und verwendet's. Denn Stand heute, seit Juni 2018, ist die Website Ring a Scientist live. Es gibt inzwischen über 200 registrierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, davon über 50 Scientists for Future, von Professorinnen und Professoren über Experten in der Industrie, Doktoranden, Studenten auf jedem, sag ich mal, Ausbildungslevel, und jeder, wie schon gesagt, hat da, glaube ich, wirklich seinen Platz, je nach Unterrichtskonzept eben. Die Videokonferenzen haben inzwischen in 9 Sprachen stattgefunden, Deutsch, Englisch, Spanisch, aber auch Tschechisch, Russisch. Also da sieht man wieder, dass eigentlich das der große Vorteil von Videokonferenzen ist, dass sie eben keine Grenzen kennen. Was ein bisschen schade ist, und deswegen freue ich mich ganz besonders über die Möglichkeit, hier zu präsentieren, ist, dass aktuell etwa 6 Videokonferenzen im Monat stattfinden. Das ist natürlich schön, aber es könnte noch sehr, sehr viel mehr sein. Deswegen, die Werbung ist wirklich erwünscht. Die Wissenschaftler sind auf dieser Plattform, weil sie gerne mit Schülerinnen und Schülern kommunizieren wollen, und die freuen sich wirklich über Anfragen. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders auch über Werbung. Und damit möchte ich eigentlich Ihnen ganz besonders danken, dass Sie oder euch, dass ihr heute die Zeit gefunden habt, zuzuhören. Allen Wissenschaftlerinnen und Lehrerinnen danken, die schon mitmachen. Dann natürlich allen, die für uns Werbung gemacht haben. Unbekannte, bekannte Unterstützer, Leute, die Flyer für uns verteilt haben oder Poster an den Mann gebracht haben. Wie schon gesagt, das Projekt trägt sich vollständig von alleine. Das heißt, es ist ein kostenneutrales Projekt, deswegen sind wir wirklich einfach auf Mund-zu-Mund-Propaganda und auf euch da draußen angewiesen, dass dieses globale Netzwerk zwischen Wissenschaft und Schule so entstehen kann, wie wir uns das vorstellen. Und ich würde mich ganz besonders freuen auf natürlich eure Fragen, aber auch Wünsche, Anregungen, Vorschläge, Kritik vielleicht. Tretet gerne mit uns in Kontakt über die Website, über Twitter, auch nach dieser Veranstaltung. Freuen wir uns wirklich, von euch zu hören. Ja, vielen Dank. Ja, Kerstin, ich danke dir. Ich brauche erst einen Moment, bis ich hier wieder sichtbar bin. So, ja. Also erstmal vielen Dank. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Projekt. Ich habe das ja mir vorher schon angeschaut und war da schon begeistert. Und ihr seid ja quasi in dem Sinne der ganzen Corona-Situation schon zuvor gekommen, wenn ich mir das so überlege. Ich finde, es macht halt wirklich, also das finde ich sehr schön, die Wissenschaft quasi greifbar für die jungen Leute. Und das finde ich, wenn ich mir das überlege, sowas hätte es früher gegeben, ich hätte es super gefunden. Ich schaue jetzt mal, ob wir Fragen aus dem Publikum haben. Okay, im Moment sieht es nicht so aus. Dann kann ich auch gern einfach die Standardfragen beantworten, die ganz immer und immer wieder kommen. Ja, das fände ich sehr gut. Wir haben ja auf jeden Fall Zeit. Ja, also vielleicht, vielleicht eine Standardfrage ist so, wie ist denn das? Wollt ihr Schulbesuche ersetzen? Und da denke ich, es sollten wir ganz klar sagen, dass das natürlich nicht der Fall ist. Also wir wollen ganz einfach natürlich Schulbesuche ergänzen. Ja, und oft ist es auch so, dass wenn ich mal in der Schule war oder so, dass danach die Schüler gefragt haben, Mensch, ein halbes Jahr später, Mensch, sag mal, wie ist denn das mit deinem Projekt jetzt gelaufen? Und dann ist es oft ein Follow-up. Ja, dann fragen die Lehrerinnen und Lehrer, Karl, hast du vielleicht nochmal Zeit? Kurz nochmal was zu erzählen, was denn jetzt eigentlich rauskam. Und dann kann man sich gerne immer die 20 Minuten nehmen und nochmal so ein kleines Follow-up machen und die Schüler briefen, was denn jetzt eigentlich dabei rauskam. Das heißt, es ist wirklich, wirklich eine Ergänzung. Jetzt zu Corona-Zeiten, du hattest das schon angesprochen, ist es natürlich
ja, ist natürlich der Live-Besuch gar nicht mehr so ganz möglich. Das heißt, jetzt ist es wirklich eine gute Sache, dass wir dem ein bisschen zuvorgekommen sind, dass die Plattform schon steht. Und man hat jetzt auch wirklich gesehen, dass Corona, zu Beginn der Corona-Zeit oder jetzt in den letzten Monaten, es einen richtigen Boost gegeben hat, auch an Anfragen. Also das allein, wenn man sagt, als wir begonnen haben, war ein Drittel der Schulen überhaupt nicht mit Internet versorgt, was überhaupt eine Videokonferenz hätte möglich gemacht hätte. Man muss schon sagen, jetzt in den letzten Monaten hat sich das echt arg verbessert. Also das ist wirklich, wirklich schön zu sehen, dass jetzt, ich meine, einer der wenigen positiven Nebeneffekte von Corona, dass die Vernetzung mit den Schulen für uns wirklich einfacher wird, das muss man sagen. Es gibt jetzt eine Frage aus dem Chat, die gerade reingekommen ist. Und zwar fragt hier jemand, Ducking Matt, ob das bedeutet, dass auch die Schüler und Schülerinnen euch quasi als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin bei Projekten kontaktieren können, wenn sie quasi selber ein Projekt machen müssen. So schätze ich die Frage ein und dann eben Fragen haben. Ja, also ich würde sagen, prinzipiell spricht da nichts dagegen. Ja, ich meine, am Ende sind wir angewiesen auf die einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ja, ich glaube, es schadet auf jeden Fall nichts anzufragen, vielleicht auch bei zwei oder drei. Es kann immer mal sein, dass jemand sagt, Mensch, gerade habe ich vielleicht Zeit, um mal 10 Minuten zu telefonieren, aber um jetzt wirklich regelmäßig bei einem Projekt zu unterstützen, das habe ich einfach keine Zeit. Ja, also ich glaube, da muss man einfach ein bisschen Nachsehen haben mit den Leuten, die ja doch noch einen anderen Job auch haben. Aber ganz oft ergeben sich auch aus Anfragen von Schülerinnen und Schülern wirklich, wirklich tolle Sachen. Und gerade wenn dann da vielleicht noch ein Lehrer dahinter steht, der das Ganze unterstützt, und das auch, dann vielleicht sich auch eine Videokonferenz vor der ganzen Klasse oder so ergibt, dann würde ich sagen, spricht da erstmal nichts dagegen. Aber ich würde trotzdem jetzt Schülerinnen und Schülern vielleicht raten, sprecht mal eure Lehrer an, ja? Fragt mal nach und dann denke ich, kann man da auf jeden Fall was machen, ja? Also, wie schon gesagt, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind alle da, weil sie gerne mit euch in Kontakt treten. Ja, super. Also ich hoffe, das wird sich jetzt auch eben durch dieses Symposium hier auf jeden Fall noch verbreitern, das Wissen über euch und dieses Projekt. Und im Moment, leider gerade keine Frage mehr. Ja, wenn du Lust hast, vielleicht ist dir ja noch irgendwie ein total tolles Experiment bekannt oder irgendwas, wo du dich gern dran erinnerst, was du mal als Videokonferenz gemacht hast. Oder weiß nicht, vielleicht hast du Lust, noch da was zu erzählen. Ja, sehr, sehr gerne. Also es gibt viele Videokonferenzen, an die ich mich gerne zurückerinnere. Und ich muss natürlich sagen, dass ich nur für mich selber aus einem sehr kleinen Ausschnitt sprechen kann. Also ich bin immer wieder überrascht, wo ich dann von Leuten um fünf Ecken von ganz, ganz tollen Videokonferenzen höre, die stattgefunden haben, die ja vielleicht mal über die Plattform entstanden sind, aber das Ganze entwickelt ja auch echt eine Eigendynamik. Und ich meine, es ist jetzt auch nicht unser Anspruch, von jeder Videokonferenz irgendwie in Erfahrung gesetzt zu werden, weil uns geht es um die Sache. Ja, das ist alles. Wenn das läuft, dann finden wir das super, super cool. Und aber wo ich sagen muss, das war jetzt erst, glaube ich, letzte Woche wurde ich von der Schule angefragt, bin zu denen per Zoom dazugekommen zum Unterricht. Und da muss ich sagen, war ich echt beeindruckt von der Vorbereitung der Lehrerin. Das war nämlich total süß. Die hatte die Klasse gebeten, einen Artikel zu schreiben. Ich habe inzwischen meine eigene Gruppe am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung und in dem Rahmen gab es einen kleinen Artikel über mich in einem Magazin. Und dann hatte die Lehrerin den Leistungskurs gebeten, diesen Artikel eben zu lesen. Und Sketchnotes zu machen zu diesem Artikel. Und für mich war das echt das war das schönste Geschenk, irgendwie zu sehen, was diese Schüler aus meiner Wissenschaft gemacht haben. Zum Teil echt kunstvolle, wunderschöne Sketchnotes. Das war echt, echt cool zu sehen. Die waren vorbereitet ohne Ende. Da konnte man, ja. Also wenn die Lehrer das in die Hand nehmen, und da muss man sagen, ist echt schön zu sehen, wie viele engagierte Leute es da auch gibt, wenn die das in die Hand nehmen, dann läuft es auch einfach echt super. Oft ist so ein Vorabgespräch mit dem Wissenschaftler oder der Wissenschaftlerin eine ganz, ganz sinnvolle Sache,
wo man mal kurz so die eigenen Erwartungen absteckt als Lehrer und ja, auch so den Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin fragt, was sie denn eigentlich machen könnten. Viele haben das in ihrem Profil schon ganz gut beschrieben, andere haben das Profil knapper gehalten. Das heißt, das wäre wirklich meine Empfehlung, da mal kurz zu telefonieren und dann läuft es auch mit der Videokonferenz. Okay, ich danke dir. Die Frage, die ich vorher gestellt hatte, ich glaube, da habe ich die eventuell doch falsch verstanden. Die Person hat nochmal geschrieben, es ging ihr besonders um Fragen, die besonders fachbezogen sind, also nicht um die Hilfe bei Projekten, sondern ich denke eben, ja, genau so, besonders fachbezogene Fragen. Fachliche Fragen. Ich denke, da freut sich jeder Wissenschaftler, also ich kann nur für mich sprechen, aber im Endeffekt bin ich sehr sicher, dass sich da die meisten Wissenschaftler auf der Plattform wirklich, wirklich freuen, wenn sie konkrete Fragen, die wissenschaftsbezogen sind, bekommen. Und dann der eine wird eine lange E-Mail zurückschreiben, der andere wird sagen, ach komm, telefonieren wir schnell, der dritte wird sich irgendwie anderweitig zurückmelden. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall, würde ich die Plattform auf jeden Fall in dem Sinne nutzen. Ich meine, die Plattform soll so genutzt werden, wie sie euch nützt. Ja, die erfüllt ja keinen Selbstzweck. Deswegen macht damit was ihr für sinnvoll erachtet. Also ja, wir wollen da gar nicht künstlich einschränken. Deswegen haben wir auch Experten zum Beispiel aus der Industrie, ja, und anderen Bereichen, weil wir einfach denken, dass da jeder Beitrag ein sinnvoller Beitrag sein kann und dass man am Ende, klar, muss man auswählen, ja, also wer denn für einen geeignet ist. Ja, super, ich danke dir für diese tollen Antworten auch und wenn es jetzt gerade im Moment keine weiteren, die Person bedankt sich auch nochmal, dass wir die Frage jetzt nochmal beantwortet haben. Ich würde sagen, liebe Kerstin, ich danke dir nochmal und wie gesagt, ich denke, das wird sich auf jeden Fall mit dieser Veranstaltung heute hier auch nochmal verbreiten. Ich finde es richtig super. Liebe Grüße nach Heidelberg. Ich verabschiede dich hiermit. Danke, grüß dich. Noch einen schönen Tag. Tschüss. Ach so, im Spatial Chat kannst du natürlich noch dich aufhalten. Ja, ich bin im Spatial Chat, wer noch Fragen hat. Danke. Tschüss.